Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. So, im letzten Part waren wir bei der Zweitkolonie, haben herausgefunden, dass sich unsere Kolonisten allmählich in Zombies verwandeln. Was wir total lustig finden, und dafür haben wir jetzt so Granaten und ich soll jetzt die... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die Verluste so gering wie möglich halten. Ach komm. Die kotzen. Die haben Tali tot gekotzt. Moment. Das Überhitzen geht mir echt auf den Sack. Vrex ist auch tot. Nice. Okay. Das hat mal richtig gut funktioniert. Geil. Geil, 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 geil. Jungs, Mädels, aufstehen. Die scheiß Türe dürfte ruhig zugehen. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. So. Gut. So, nochmal ganz kurz in die Steuerung rein. Das ist das Problem, wenn man ein paar Tage nicht zockt, dann vergisst man gerne Sachen. Und das habe ich nämlich tatsächlich vergessen. Tali geht's gerade gar nicht gut. Wieso bist du grün? Dass du grün bist, das finde ich gar nicht gut. Ja gut. Ich gehe jetzt da rein, wirf eine Granate dahin. Und... Das sah doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Rex? Rex? Stehen die wieder auf? Wo ist Rex? Der hat doch echt gerade an der Karte rumgebackt, oder? Okay. Eine Handvoll Kolonisten haben wir jetzt schon mal gerettet. Okay, lustiger Aufzug. Wo seid ihr denn? Was machen meine Vollvögel? Seid ihr nicht mehr auf Folgen? Kann das sein? Kommt rein, kommt rein. Eigentlich alle noch auf. Ihr müsstet doch eigentlich alle auf Folgen sein, oder? Na, okay, gucken wir mal, wie viele wir noch retten können. Irgendwo sehe ich hier einen Creeper. Unverletzbar, wenn sie in Creeper-Position sind? Ich würde fast sagen, ja.
So. Du darfst das hier und... Was darfst du? Sabotage. So. Oh, da hinten sind... Oh, ne, das sind böse. Das sind gute. Ja, muss ich fast durch, oder? Schaltet sie aus! Wow, 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 wow. Wow! Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Habe ich keine Granaten mehr? Ich glaube, ich habe keine Granaten mehr. Kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe keine mehr. Ich habe keine Granaten mehr. Ah, Granaten war auf Erd. Und... Und irgendwie... Tja. Hab ich keine Granaten mehr. Das finde ich jetzt gar nicht so gut. Was haben wir hier? Ja, nichts Besonderes. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ah. Okay, das war anders gedacht. Okay, das war auf jeden Fall anders gedacht. Und die haben eine ziemlich krasse Regeneration, würde ich sagen. Boah, Tali geht's überhaupt nicht gut. Das ist brutal. Die geht gleich wieder down. So, machen wir wieder. Und... So. Okay. Eigentlich will ich ja keine Kolonisten töten, aber was soll ich machen? Achtung! So. Okay, da ist ein Creeper wieder. Ich hätte jetzt echt gerne Granate, kein Witz. Ich kann nicht. So. Okay, Rex ist tot. Ich bin dran. Okay. Zwei konnten wir noch mal. Haben wir hier vielleicht noch mal irgendwas? Noch mal irgendwo Granaten.
Ein paar konnte ich jetzt hier gerade nochmal aufheben. Rex, mein Freund, komm, steh auf. Okay, ich habe keine Medikits mehr. Alles klar. Ja, ihr müsst euch halt so heilen. Okay, da sind ein paar Creeper. Gar nicht gut. Und das macht denen halt gar nichts aus. Okay, so gefallen sie mir am besten. Und im Nahkampfmodus bin ich offensichtlich am besten. Der Creeper geht mir echt auf den Sack. Stirb! Okay. Läuft. Tali, du gehst mir auf den Sack, weil du schon wieder so verwundet bist. Da ist das Ziel, Shepard. Können Sie die Steuerung nachvollziehen? Okay. Ein paar konnten wir wieder retten. Da ist die Steuerung, alles klar. Ich will mich aber nochmal kurz umgucken. Bei meinem Glück finde ich nochmal die Creeper. Okay, irgendwas Ekliges höre ich. Aber ich... Es hört sich wirklich ekelhaft an. Na gut, schauen wir uns die Steuerung an. Ich dachte vielleicht noch ein paar Granaten, das wäre echt eine feine Sache gewesen, aber ja. Okay. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Ja, netter Kerl. Hat sich selbst geopfert. Für das Wohl vieler. Naja. Höchstwahrscheinlich hat er seinen eigenen Arsch gerettet. Soll ich safe hier mal wieder? Ich denke, das macht vielleicht echt Sinn. Und vielleicht mit gezogener Waffe hier durchlaufen. Ernsthaft? Die Musik war doch jetzt nicht gerade auf den Lautsprechern da, oder? Das war doch jetzt Musik für uns Spieler und die Geräusche gefallen mir nicht. Das macht hier gerade viel zu sehr ein auf Horror-Game. Bist du ein Creeper? Du bist ein Creeper. Creeper? Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Kila, was ist das? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden.
Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Geben Sie mir, was ich brauche, und ich werde mich an jenen rächen, die Sie verraten haben. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den Trieb nähren. Yay. Wie geil. Die darf das hier und er darf das hier. Er darf das hier. Ist sie tot? Ich glaube, das lief eigentlich ganz gut. So. Weg damit. Hier drüben, Kommander. Dieser Bereich ist irgendwie. Ja, deine Großmutter ist irgendwie anders. Okay. Das Überhitzen ist halt echt böse. Verletzt. Man kann es deutlich sehen. Ein paar davon und das Ding hat echte Probleme. Ich würde sie eigentlich gar nicht töten wollen. Ich bin jemand, mit dem kann man verhandeln. Aber ganz offensichtlich will er nicht verhandeln. Wie habe ich denn diese Schnellzugriff-Scheiße denn da jetzt zugeklappt? Nochmal ganz kurz. Okay. Kräfte. Danke. Geht doch. Das wäre jetzt nicht so toll, dass der nichts gemacht hat. Ach, wollen wir wieder reden? Oder nochmal das gleiche Spiel? Wo hat er die denn jetzt ausgerotzt? Wieder da unten. Oder sind die oben? Die waren oben, oder? Ja, die waren oben. Ich dachte schon. Aber warum sich diese eine hier nicht bewegen will überhaupt? Der hat Urlaub, glaube ich. Und die fallen uns gleich in den Rücken. Das sage ich euch. Oh. Das war nicht so gut. Wow. So. Das hier. Und... Hoi, mir ging's gerade gar nicht. Dass ich keine Medikits mehr habe, ist halt eher suboptimal.
Was? Ach komm, scheiß drauf. Immer schön auf die Fresse geben. Immer voll auf die Fresse. Hier werden meine Leute nicht angekotzt. Mit Ankotzen kann ich gar nicht leben. Wenn mein Team... Ah, das Überladen ist halt echt übel. Und jetzt? Weiter nach oben, oder? So, Moment. Ich glaube, Warp hat mir gefallen. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Jetzt hat die mich schon wieder ausgenockt. So eine Schlampe. Kein Bock mehr auf deutsche Übersetzung, oder? Wie darf ich das verstehen? You must die! Okay. So. Und weg damit. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Oh, hier noch ein bisschen Heilung. Ist nochmal so ein Hippie-Verein. Was ist das denn? Ekelhaft. Ich sag's doch, ekelhaft. So. Damit leben. Wenn ihr auf dem Boden liegen wollt, kann ich damit leben. Okay, ich glaube, dem geht's nicht gut. Kann das sein, dass es dir nicht mehr gut geht? Komm, noch einen für unterwegs. Fliehen die jetzt? Natürlich fliehen sie nicht. Also am Boden gefallen sie mir am besten. So. Was haben wir hier? Warp. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach komm, ich mach nochmal einen Warp. Meine Jungs und Mädels sind halt ein bisschen vergiftet. Oh, 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 oh. Uncool. So. Komm, du kriegst noch nicht auf die Fresse. Du auch. Ich muss ein bisschen aufs Überhitzen aufpassen. Aber nun... Ernsthaft? Ist das der reguläre Weg? Wurde hier so gewegt? Ja. Wieso nicht? Wieso nicht? So. Alles klar. Nehme ich mit. Und mit Gale. Geil. Nur wegen dir, Tali. Jungs, Mädels, schaut's aus? Partytime? Oder eher weniger?
Okay, hier scheint es irgendwie zu sein. Ich bin kein Türspezialist, aber ich würde sagen, diese Türe ist offiziell verschlossen. Ach so. Ich glaube, da wäre es von hier unten besser. Kommt mal her. Kommt mal her, Kinder. So, das machen wir jetzt so. Dann schieße ich ein bisschen drauf. Der erste hat gleich keinen Bock mehr drauf. Dann schießen wir nochmal ein bisschen drauf. Hast du keinen Bock mehr? Schießen wir noch ein bisschen drauf. So. Direkt immer eine gleich auf die Fresse geben. Bevor die auf dumme Ideen kommen. Aber irgendwo hier, irgendwo müsste noch einer sein. Oder ist jetzt, oder sind die jetzt da unten? Die könnten natürlich jetzt auch unten sein, weil ich behaupte jetzt mal, dass wir runter müssen. Wenn ich jetzt raten müsste. Auf was schießt ihr? Kinder? Auf was schießt ihr denn? Na gut. Kann das sein, dass ich jetzt wieder runter... Ah, okay. Gut. Kotzt euch bitte woanders aus. Vielleicht müssen wir doch nicht runter. Direkt eine auf die Fresse. So wird mein Tag richtig schön. Irgendwelchen ekelhaften Viechern eine auf die Fresse geben. Ah, die Tür war doch gerade eben die war doch gerade verschlossen. Wollt ihr mich verarschen? Verletzt, Commander Shepard. Wir sind auf der richtigen Fährte. Naja. Wir sind auf der richtigen Fährte, sagst du. Aber jetzt gibt's hier doch definitiv keinen weiteren Weg, oder? Kommen wir her. Lass mich raten, da wollen wir hin. Dahin? Oder wollen wir hier hin? Ich glaube, wir wollen hierher. Verwirrend. Ja, in der Regel, wo die Arschköpfe herkommen, kann man sagen, das ist richtig. Wo ist sie? So, danke. Meinen Jungs und Mädels geht's gar nicht gut. Du solltest nicht auf diesen Kotzviechern im Boden stehen. Das könnte ungesund enden. So. Okay, gehen wir runter. Gut, gehen wir hoch. Okay. So. Ich glaube, sie hat halt kein Schild. Kann das sein? Sie hat definitiv kein Schild. Die braucht unbedingt einen vernünftigen Suit. Ich glaube, darum gehen sie auch immer direkt auf sie los, weil, ja, sie halt nackt ist. Okay, ich würde auch erstmal auf die nackte Frau losgehen. Mann, der Part wird heute lang.
Ah, das will ich jetzt hier noch zu Ende bringen. Okay, da hinten müssen wir hin. Jetzt ist die schon wieder da. Die lernt nicht aus. Einmal den hier und... Ist sie tot? Sie ist tot. So. So, komm. Weit mal Zeit, ich schieße mir ein paar von den Drecksviechern. Solange man gerade überladen ist, kann ich ihn wenigstens eine auf die Fresse geben, dass ich mich zu meinem Team durchdringe. Also ich weiß genau, dass ich hier irgendwo drauf schieße. Oi, diesmal wurde ich auch gut vergiftet. Drauf. Gib ihm. Ihr dürft ihn hier ruhig töten, also habe ich kein Problem, gell? Also, wenn ihr das Bedürfnis habt, jemanden zu töten, haut rein, Leute, weil alles bestens. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Sie wollte Saren manipulieren, aber letztendlich ging ihr Plan nach hinten los. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Warum versuchten die Getan, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken.
Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen etwas kränklich aus, Shepard. Vielleicht sollten Sie zu Normandy zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Mann, bin ich ein guter Mensch. Ich habe den Kerl von Exogeny getötet und alle machen Wuhu, Party. So, meine Freunde, aber der Part geht jetzt echt megamäßig lang. Wenn euch so lange Parts gefallen, dann belohnt mich doch mit einer kleinen Bewertung. Würde mich auf jeden Fall megamäßig freuen. Ansonsten war es das für den Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wie gesagt, bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.